Ich liebe es, wenn es ein bisschen inszeniert ist. Also wenn die Person, mit der ich Sex habe, in dem Fall meine Frau, halt sich schön zurecht macht. Also insofern ist es immer so ein bisschen inszeniert. Wir fallen nicht so über uns her nach dem Frühstück. Okay, aber das heißt, du würdest dann sagen, pass auf, heute haben wir Sex, zieh dich um oder? Nein, nicht heute. Wir fahren schön ins Hotel und haben halt ein schönes Wochenende in irgendeinem Five-Star-Hotel und dann machen wir erst einen schönen Spa und dann gibt es ein schönes Essen und vieles schönes Essen macht man sich natürlich zurecht und dann ergibt sich danach irgendwas zum Beispiel. Okay, aber nicht so schnödes Rumgerammel, sondern es wird schon mit Stil begangen. So sehe ich das ja. Ob das jetzt Stil ist, weiß ich nicht. Das ist mein Stil. Ja. Ich sag mal so, ich bin halt kein großer Freund von purer Nacktheit. Das ist nicht so mein Fetisch. Also nackte Frauen habe ich wahrscheinlich durch das Burlesque schon so wahnsinnig viele gesehen, dass es am Schluss dann irgendwann so ein bisschen langweilig ist. Es geht eigentlich nur ums Teasen. Dieses Teasen macht mich halt an und da macht es dann auch Spaß. Das muss ja Spaß machen, oder? Ja, ja, absolut, absolut. Nee, ich finde es interessant. Also ich meine nur, wenn du so schnöde mal rumvögeln wollen würdest mit deiner Frau, dann geht das ja nicht, weil es muss einen gewissen Inszenierungscharakter haben. Ja. Das heißt, ihr habt weniger Quantität als vielmehr Qualität. So wie bei allem, was ich mache. Also das ist immer die Liebe zum Detail. Es muss immer, das Gesamte muss stimmen. Das ist wie beim guten Essen. Ich esse nicht, um einfach nur mir den Magen vollzuschlagen. Also es muss genussvoll sein. Denkst du, dass das was mit deinem Rollenspiel im täglichen Leben zu tun hat? Dass du quasi einen stärkeren Reiz brauchst, um in die Stimmung zu kommen? Stärkeren Reiz, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist die Tatsache, dass ich durch diese Burlesque-Welt halt wahnsinnig viele gut gebaute, gut geformte Frauen vor mir habe, dass dann vielleicht der Reiz natürlich so ein bisschen abnimmt, wenn man dann halt nicht so eine Inszenierung hat. Aber abgesehen davon ist das vielleicht gar kein schlechter Tipp für Paare, die schon ewig zusammen sind, dass man sagt, lass uns nicht darauf hoffen, dass der Alltag uns irgendwie dahin führt, dass unsere Sexualität wieder auflebt, sondern lass es uns von vornherein inszenieren. Da bin ich 100% bei dir. Weil ich glaube, der Alltag gibt uns gar keine Chance mehr. Wenn du bei 20 Uhr die Nachrichten anschaltest, dann bist du schon abgeturnt, weil du schon kotzen könntest, was an der Welt passiert. Und wenn du dann halt dir vornimmst, okay, du machst dir ein schönes Wochenende, nimmst dir schöne Sachen vor und dann passiert es irgendwie automatisch, weil jeder in einer tollen Stimmung ist und dann hast du viel mehr Spaß dabei. Und ich glaube, das ist die Lösung für Paare, die lange zusammen sind und vielleicht nicht mehr so oft zueinander stehen.